Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Palia und ich muss erstmal ganz kurz mich entschuldigen. Die letzten zwei Folgen sind leider komplett außer Kontrolle geraten in Form von, ja, wie soll man das ausdrücken, Unfähigkeit? Ich habe vergessen, das Mikrofon anzumachen. Na gut, eigentlich ist es so gewesen, ich habe nicht mal mehr vergessen, das Mikrofon anzumachen. Ich habe das Headset umgestöpselt und er hat ein anderes Mikrofon erkannt. Was eigentlich nicht so schlimm wäre. Das Ding war bloß, das Mikrofon war gemutet. Und ich habe nicht auf die Anzeige geachtet, ob er überhaupt das Mikrofon aufnimmt. Deswegen, ja. Fehlt jetzt ein kleiner Story-Schnipsel, um es mal so auszudrücken. Es geht hierbei um den Story-Schnipsel, der dafür gesorgt hat, dass ich weiß, ich muss hier Opfergaben bringen. Und zwar Opfergaben in Form von irgendwelchem Holz oder irgendwelchem Essen. Und so weiter und so weiter und so fort. Ja, in der Zwischenzeit habe ich hier halt ein bisschen ausgebaut. Nichts wirklich Großartiges, Wildes. Aber es ist halt trotzdem schade, dass jetzt hier so viel fehlt, ne? Okay. An der Stelle möchte ich mich aber gleich mal ganz am Anfang bei euch bedanken für eure tolle Unterstützung. Das muss ich einfach mal loswerden. Denn das ist nicht selbstverständlich. Ja, also wirklich super, super, super. Wir hätten doch Möhren hier irgendwie. Wir hätten doch hier irgendwo Möhren erhalten. Habe ich die Möhren hingetan? Habe ich die Möhren gelagert? Meine Möhren sind weg. Ich habe nicht nur 8 Möhren gehabt. Ich hatte eine mehr. Das weiß ich definitiv. Meine Möhren sind verschwunden. Ich hatte 9. In Tischs Laden. Tisch, Tisch. Okay, bei Tisch kann ich das kaufen. Mir ist eine Möhre abhanden gekommen. Ich glaub's nicht. Wieder eine Glücksmünze. Da könnte ich jetzt gerade echt im Karree springen, dass mir da einer fehlt. Ah. Gut, also ihr seht ja, was wir haben. Wir müssen 5 wilde Bäume finden und ich weiß nicht, wo es die gibt. Ich kann es euch leider nicht sagen. Ich hatte auch jetzt gerade hier beim Wechsel von meiner Farm zum Dorf hatte ich auch viel Abstürze gehabt, also das war auch ein bisschen ärgerlich dann. Insofern ist mir jetzt doof ausgerückt, Arbeit erspart geblieben. Ja, aber Tisch, 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 Tisch. Genji, Taverne, Kaney, Esche. Die sind gerade alle versammelt irgendwie. Ina, Ekla, das hier ist Tischs Laden, oder? Items. Ist es das, was gemeint ist? Ich weiß es jetzt gerade nicht, ob das damit gemeint ist, ne? Zwiebelsamen, 5 Stück, super. Ich möchte ungern jetzt 1000 ausgeben und dann war das für nichts, ne? Modifikationsset. Lagerbehälter. Komm, wir probieren's.
Wird schon schief gehen, aber ich brauche dafür mehr Kupfer. So. Was haben wir denn? Wo haben wir was? Ich gehe eigentlich mal gerne hier so um diese Ecken. Hier findet man eigentlich mal gut Kupfer, aber irgendwie... Das ist nur Stein, Stein. Ich kann natürlich auch Stein mitnehmen, aber... Stein ist jetzt nicht gerade so das Optimalste. Aber ich hätte für die... Ja, ich hätte was anderes holen sollen. Na, egal. Halt. Ich habe einen kaputten Schlüssel gefunden. Kupfer. Ich brauche Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Hier unten könnte noch Kupfer sein. Oder auch nicht. Hier ist nur Stein. Ach, Stein ist das, was irgendwie gerade keiner braucht, ne? Hier ist auch noch Stein. Mit viel Glück schaffe ich es irgendwann mal hier mit auf Stufe 5, aber ich schaue erstmal, was ich habe. Was? 1191 Paliner vor dir? What? Okay, das Paar ja so viel... Respekt. Geht aber dafür doch noch relativ schnell. Aber ja, das ist halt dann der Nachteil. Wenn man halt ein MMO macht, man hat halt Server, die man braucht. Die müssen halt auch gewartet werden. Die müssen halt unterstützt werden. Und natürlich kosten die auch und deswegen kann man dann Klamotten kaufen und dann damit zeigen, dass man die unterstützen möchte. Meine Erfahrung ist nur halt in dem Augenblick, wenn ich halt ein kostenloses Spiel spiele und es hat Ingame-Käufe, dass es da dann gerne mal sein kann, ach, das Spiel rentiert sich nicht, wir stampfen das Ganze ein. Ja, das Ganze passiert natürlich auch umgekehrt, also man hat es ja bei Herr der Ringe Online gesehen und bei anderen Spielen, die waren vorher kostenpflichtig, wo man monatlich bezahlt hat und dann auf einmal, zack, waren sie free to play und die Leute haben damals für das Spiel gezahlt, um das spielen zu können und dann auf einmal, ja, hatte sich das Ganze erledigt. Die einzigen, ich sag jetzt mal, die lange durchgehalten haben, waren World of Warcraft und Guild Wars, genauso wie Final Fantasy und ich glaube jetzt auch Elder Scrolls Online. Zählt auch mit zu den... die etwas länger durchgehalten haben. Halt, Kupfer hatte ich, glaube ich, rechts gelagert, ne? Genau. Dann gucken wir mal, ob wir damit die Kiste größer bekommen. Zählt das unter Werkzeug? Zählt das unter... Nein, das ist es nicht. Vorbereitungsstation kann ich jetzt bauen. Bauen wir mal unsere Vorbereitungsstation. Die hatte ich vor, beim letzten Mal zu bauen. Deswegen habe ich das Ganze hier eigentlich überhaupt erst losgetreten. Und natürlich den Lagerbehälter, den größeren. Die Vorbereitungsstation. Dann bringen wir die jetzt erstmal hier daneben an. Wähle ein Gericht aus dem Herd und klicke auf Herstellen. Für die Zubereitung der Gerichte müssen die Zutaten an der Station vorbereitet werden.
Sobald alle Zutaten drin sind, ist die Suppe mit einem letzten Rühren fertig. Das heißt also, hier brauche ich jetzt ein beliebiger Pilz. Erfüllen von Aufträgen, gucken wir mal. Von anderen. Ja, wie mache ich das dann? Wähle einen Gegenstand. Hier fehlt beliebiger Pilz. Muss ich das zufälligerweise in meinem Inventar haben? Nö. Wenn ich die Kiste jetzt hier hinstelle, habe ich dann zwei Inventarsorten? Ja, aber ich habe eine zweite Kiste. Na, das ist doch schon mal in Ordnung. Dann nehmen wir alles, was jetzt hier das ist, das. So Steine und so weiter nehmen wir jetzt hier mal mit rüber. Haben wir noch irgendwas? Das haben wir noch, okay. Passt gar nicht alles rein. Ist doch doof. Hier wieder zurück. Warum komme ich da jetzt nicht ran? Sicherheitslager, aber das ist doch, wir haben es doch auf. Hä? Moment, komme ich da jedenfalls so ran? Warte mal, wir machen das mal ganz kurz anders. Das verkaufe ich mal. So. Und wenn ich jetzt... Aber... Hä? Nein! Och nö! Wieso komme ich nicht an das Sicherheitslager? Aber du kannst es doch entsperren. Okay. Das sind Sachen, wo ich dann... Ah. Okay, das kann ich rüberschieben. Puh. Also wenn ich das jetzt hier hinpacke, dann ist es auch da drin. Hier kann ich nur ins Lager räumen. Das war mir jetzt mit dem Sicherheitslager nicht ganz so bewusst, aber ist in Ordnung. So, dann warten wir jetzt, bis die Nacht vorbei ist. Dann kann ich auch wieder hier ein bisschen was machen. Aber ich brauche auch gleichzeitig noch wieder Kupfer, was ich noch nicht gefunden habe. Und irgendwo noch Pilze. Wir können ja mal gucken, was wir... Dicke Kartoffelsuppe, brauche ich Kartoffeln, ne? Anfangszutaten. Aber wo kann ich jetzt die Sachen kaufen? Also ich habe auch in der letzten Folge einmal was beauftragt. Habe ich dann gesagt, hier, bitteschön. Und hier wollte ich dann was für die Gemeinschaft tun, aber das kann ich gar nicht.
Also Anfragen bearbeiten kann ich irgendwie nicht. Uff, das wird 378. Ist schon mal nicht schlecht. Wie kann ich zum Teufel nochmal selber Sachen verkaufen? Geht das hier rüber? Nee, da sagt er mir nur das alles. Hier zum Beispiel, er sagt mir nicht, das kann ich jetzt hier... Oh, Empfehlungsbelohnung. Oh, Leute, ihr seid die Geilsten. Ihr seid die Geilsten. Ja, jetzt habe ich aber wirklich alles, oder? Hm. Okay, aber warte mal, ist das hier vielleicht das Empfehlungsding? Hier darf ich andere Gruppenhäuser besuchen, aber wo kann ich jetzt jemanden Geschenke machen oder sowas? Besonders was ist mit meiner Anfrage geworden, wo ich hier gesagt habe, ich brauche, Kupferbarren. Ich glaube, das funktioniert noch nicht. Das will mir gerade noch nicht so ganz in den Kopf, wie das funktionieren soll. Denn ich muss jetzt ehrlich passen. Ich könnte jetzt nicht sagen, so wegen, ey, ich weiß jetzt, wie ich hier Anfragen bearbeite. Denn das ist etwas, was wir noch benötigen. Nämlich diese Anfragen zu bearbeiten. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wurde das denn überhaupt schon erklärt? Oder habe ich das netterweise mal wieder überlesen, weil ich wieder so typisch Trupplay-mäßig unterwegs war und gesagt habe, ja, ist ja logisch. Ist ja logisch. Ist alles klar. Ja, manchmal kommt es halt vor. Man kann das vorkommen. Wer mich schon länger schaut, der weiß es auch. Wenn ihr allerdings Antworten habt oder mir Tipps geben wollt, der Kommentarbereich ist genau für sowas da. Also tippt in die Tasten, lasst gegebenenfalls euren Frust los. Nein, ich habe auf die falsche. Auf das falsche Objekt geworfen. Eine Nachtmotte. Ich bin immer viel zu wild dran. Danke. Ein gefleckter Stinkkäfer. Also das ist krass, wie viel man hier braucht. Gut, aber dann kann ich doch mal ganz kurz gucken. Und zwar... Nein. Nein. Beziehung. Wer wollte denn was? Ach, die haben alle gerade mir was zu sagen. Eine gemeine Feldgrille. Und wo gibt's sie zu finden? Valeri möchte einen Pilzspieß. Okay. Kane möchte Zwiebeln. Wo ist denn Kane? Achso, der schläft.
Gefleckter Stinkkäfer, aber den suche ich gar nicht. Ich suche eigentlich eine Grille. Stinkkäfer. Was hat Nina mir zu sagen? Schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe mich schon gefragt, wie es dir geht. Ist das der Schlüssel? Das ist die Hälfte davon, siehst du? Der Runenstein ist halbiert und leuchtet nicht auf. Wenn wir jedoch die andere Hälfte finden, sollte Hekla in der Lage sein, ihn zu reparieren. Ich werde versuchen, selbst etwas herauszufinden. Dann werden wir sehen, ob wir die Teile wieder zusammensetzen können. Ich muss diese Tür einfach öffnen. Mein Ruf hängt davon ab. Beruhig dich, es wird alles gut werden. Oh, habe ich das laut gesagt? Ups, keine Sorge. Es ist nichts. Ich reg mich nur einfach nur über Dinge auf. Okay, ja, wir müssen einen Schlüssel finden. Frag mich jetzt nicht mehr, wofür der Schlüssel war, aber wir müssen einen finden. So, wenn wir jetzt gerade schon hier sind, dann kann ich euch ganz kurz das mit der Opfergabe einmal zeigen. Am Tempel des Nachthimmels. Nämlich hier. Und hier kann man dann diese Opfergaben abgeben. Dann haben wir hier Gottesanbeterin, Rochen, Sushi, grüne Perle, Streifenhaus, Schnecke, also... So ganz skurrile Sachen. Und damit dann irgendeine Aufgabe erfüllen. Aber ja. Das dauert halt noch, bis wir da irgendwo angekommen sind, wo wir damit was wirklich effektiv machen können. Da ist eine Motte, da ist ein Käfer. Schauen wir mal weiter, dass wir irgendwo mal eine Grille oder sowas finden. Ich glaube, er hatte sie verscheucht und ich habe sie dann zum Schluss richtig verscheucht. Eine Grille gehört. Aber hören bringt mich leider nicht weiter. Ich muss auch sehen. Gemeine Feldgrille. War es nicht das, was Auni haben wollte? Jawohl, damit haben wir Auni auch. Eine Nachtmotte. Und auf euch habe ich jetzt gerade keine Lust. Oh, da oben haben wir doch wieder eine besondere Grille. Muss man echt mehrfach was machen. Mal gucken, ist Auni schon da in der Stadt oder wo ist denn Auni? Shura schläft, Sifu schläft, Valeri schläft, Kenyatta ist wach. Die Leila hat eine Aufgabe für uns. Also hier gibt es eine Aufgabe für uns, habe ich gerade gesehen. Hier können wir übrigens einzelne Waren und Produkte kaufen. Ich könnte auch jetzt hier die Kartoffel kaufen und dann hätte sich das aber... Nee. Leila ist nicht da. Ja, übrigens, wenn ihr ein Rezept sucht, ihr könnt ein Rezept finden. Für die gefüllten Champignons. Wenn ihr das Gemüserezept findet, dann sagt mir Bescheid.
Weil das habe ich nämlich auch in der letzten Folge gesucht und ja. Ich glaube, jetzt habe ich kurz so eine kleine Zusammenfassung von der letzten Folge gemacht. Habe noch ein bisschen weiter mich hier rumgeschaut. Er hat einen Tausendfüßler. Moment, sieht er es hinter ihm nicht? Hinter ihm ist das lila Netz. Achso, das ist der Baum. Dafür fehlt mir noch die bessere Axt. Wir schauen noch mal ganz kurz, ist Auni jetzt da? Nein, aber Cayenne kommt gerade zu mir. Dann kümmern wir uns um Cayenne. Oder Kaney. Da ist er. It's been a beautiful day so far. Hä? Ja. Und jetzt? Feel free to return anytime. Life is geht es nicht, weil mein Inventar voll ist? Excuse me, Margie's blessings. Geht nicht, weil mein Inventar voll ist. Child of Embra. Das heißt, was könnte ich jetzt im Inventar loswerden, das da? I'm always here if you ever need guidance. Make sure you take time. Das ist ärgerlich. Jetzt funktioniert das nicht. Ich glaub's nicht. Honey, ist sie da? Ist Honey wirklich da? Auni steht auf. Dann schauen wir mal, ob Auni geht. Das wäre praktisch. Dann wissen wir gleich, ob es geht oder nicht. Ich muss aber die Entwickler loben. Dafür, dass es ein MMO ist, kommen hier tagtäglich fast Patches, Wartungsarbeiten. Was natürlich auch zum Frust führen kann, weil man möchte eine Aufnahme machen und dann geht es nicht, weil es wird ja gerade gewartet, ne? Also wortwörtlich. Man, I'm hungry. Hey, ja. Du weißt doch, dass es bei Bug Scouts all die coolen Abzeichen zu verdienen gibt, oder? Nun, ich versuche mein Verkaufssachen-Abzeichen zu bekommen. Was verkaufen sie? Ich habe gerade eine neue Art von Rauchbombe bekommen. Die Bug Scouts geben mir viele tolle Sachen zum Verkaufen. Ah, jetzt haben wir bei ihm als... Okay, heimtückische Rauchbombe. Dafür Stufe 3. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was interessant sein könnte? Ah, das sind diese Abzeichen hier, die man hier holen kann. Okay. Ja, das ist ein Bug. Okay. Wir chatten mal ganz kurz mit ihm. Das geht auch nicht. Let's talk tomorrow. Lucia, kann ich dir was schenken? Or a truth Nö. You have yet to discover. Bring me back any strange... Tja, Leute. Die Geschenke kann ich leider nicht loswerden, aber dafür kann ich an euch was loswerden. Wenn ihr mir einen guten Gefallen tun wollt, dann lasst doch gerne ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und... Ich bin euer Tro. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Offscreen-Farmarbeit. Und ja. Haut rein. Tschö, tschö.